Thema Tabellen. Tabellen, mit Tabellen kann man einfach Inhalte gut strukturieren. Jetzt ist es so, man kann Tabellen ganz normal in einen Fließtext einbauen und kann sie genauso wie Bilder rechts oder links ausrichten. Ich habe jetzt hier eine Tabelle gemacht, die habe ich rechts ausgerichtet und das ist ein Nachteil in unserem System, wie wir es gerade eingerichtet haben. Es gibt keinen automatischen Abstand zwischen der Tabelle und dem Text. Und ich habe auch keine Möglichkeit, dort einen einzufügen. Das bedeutet, mein Text klebt mir an meiner Tabelle und das sieht nicht schön aus. Ich möchte jetzt aber die Tabelle nicht einfach so in den Text stellen, dass links und rechts nichts ist, weil sie ist nicht breit genug und das Ganze würde meinen Textfluss zerstören. Jetzt habe ich mir als Trick überlegt, dass ich den Text, der links von der Tabelle stehen soll, und die Tabelle selbst in eine weitere Tabelle ohne Gitternetzlinien packe. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Wir gehen auf Text bearbeiten. Text bearbeiten. Und fügen jetzt hier an dieser Stelle eine neue Tabelle ein. Diese neue Tabelle hat zwei Spalten und eine Zeile. Und jetzt können wir einen Zellenabstand einfügen, sagen wir mal 10. Das ist der Abstand dann zwischen der Tabelle und dem Resttext und sagen jetzt einfach einfügen. Jetzt habe ich hier eine kleine Tabelle und damit ich die Felder später wieder leichter finde, mache ich jetzt hier einfach nur 2x rein, nur damit ich sie wieder finde. Und das Erste, was ich jetzt mache, ich nehme meinen Text und kopiere den in die Tabelle rein. Was ihr jetzt seht, ist, dass die Tabelle sich automatisch der Größe des Inhalts anpasst. Dann nehme ich den restlichen Text, den ich hier habe, und packe den ebenfalls auf die linke Seite. Und jetzt habe ich hier meine Tabelle. Und jetzt kann ich die gesamte Tabelle markieren, ausschneiden und die statt den beiden x einfügen. Und siehe da, ich habe jetzt hier, leeren Zeilen kann ich löschen. Auf der linken Seite Text, auf der rechten Seite die Tabelle. Das einzige Problem, das ich jetzt habe, ist, dass zu wenig Text neben der Tabelle steht und das ein bisschen komisch aussehen könnte. Das kann man aber sehr leicht gestalten, ändern, indem man mehr Text schreibt oder einfach den folgenden Text hochkopiert. Das nächste Problem, das man dann hat, wenn dann der Text viel länger ist als die Tabelle, wird die Tabelle wieder zu lang. Aber das kann man mit ein bisschen hin und her probieren, auch sehr leicht wieder hinkriegen. Und wenn ich jetzt auf Speichern gehe, habe ich links einen Text und rechts die Tabelle. Kann jetzt noch ein bisschen schöner formatiert werden, es muss noch schöner formatiert werden, aber wir haben das Problem, dass der Text zu nah an der Tabelle klebt, gelöst. So kann man das auch mit Bildern machen, wenn es nicht anders geht.